Vor Absetzung, Steffen Hensler zurück bei Grill den Profi. Was für ein Clou. Seit dem Rückzug von Steffen Hensler, 45, einer Umbenennung von Grill den Hensler in Grill den Profi und einigen Veränderungen kämpfte das kulinarische TV-Format immer wieder mit schlechten Quoten. Mitte der Woche hing mit 39 einer der drei Stammköche seine Schürze an den Nagel. Die Konsequenz: bekommt vorerst keine neue Staffel und geht nach drei Sonderfolgen zu Ende. Bei diesem Abschied wird es zu einem überraschenden Wiedersehen mitkommen. Diese Nachricht verkündete Vox in einer Pressemitteilung und verriet weitere Details zum Gastauftritt. In einer der drei Episoden macht einen einmaligen Gastauftritt und wird beim BBQ-Wettbewerb neben 46 und 41 gegen drei Promis antreten. Noch einmal wird der 45-Jährige sich der harten Jury rund um Rainer Kallmund, 69, 39, und Stellen und sein Können unter Beweis stellen. Ein Ausstrahlungstermin steht bisher nicht fest. Nach 4 Jahren, 8 Staffeln, 2 Sommerextras und 51 Triumphen verließ im Juni 2017 Vox, um bei ProSieben die Nachfolge von Stefan Raab, 51, anzutreten. Für den Münchner Sender und in der Spiel- und Wissenssendung Schlag den Hensler kämpft er seitdem regelmäßig gegen Normalos und berühmte Kontrahenten um die Ehre und um eine Siegprämie von mindestens 250.000 Euro.